Seit 8 Jahren dokumentiere ich die Hochwasserflut in meiner Heimatstadt. Dies ist ein sehr persönliches Projekt für mich, da meine Familie und mein Zuhause regelmäßig von den Überschwemmungen betroffen sind. Ich bin Jashim Salam, Dokumentarfotograf aus Bangladesch. Jedes Jahr zwischen Juni und Oktober überschwemmt die Flut meine Nachbarschaft und viele andere Teile von Chittagong. Die geschätzte Einwohnerzahl von Chittagong ist 6,5 Millionen und sie gilt als zweitgrößte Stadt des Landes. Der Hafen von Chittagong ist ein wichtiger Motor der Wirtschaft von Bangladesch. Über 90% des internationalen Handels werden über ihn abgewickelt. Arbeit, Handel und Schulen werden durch die Flut enorm beeinträchtigt. Das größte Wirtschaftsgut, die Märkte von Chaktai und Khatungonj, stehen dann unter Wasser. Und die Waren im Lager werden vom Flutwasser zerstört. Unternehmen müssen geschlossen bleiben. Die Menschen leiden bei der Arbeit und die Schüler müssen teilweise durch das Hochwasser warten, um zur Schule zu kommen. Aufnahmen von Kindern, darunter auch meine Tochter, während der Flut sind mir sehr wichtig, weil ich mich um ihre Zukunft sorge und mir Gedanken mache, unter welchen widrigen Bedingungen sie in Zukunft aufwachsen werden. Die Menschen müssen verstehen, welche Opfer die Flut fordert und sich über die Auswirkungen des Klimawandels im Klaren sein. Wenn es mit den Überschwemmungen so weitergeht, müssen die Einwohner ihr Zuhause verlassen und an höher gelegene Orte ziehen. Neue Häuser sind nicht leicht zu mieten oder kaufen und die Menschen haben keinen Zugang zu ihren Arbeitsplätzen mehr. Die internationale Gemeinschaft, Hilfsorganisationen und die Regierung brauchen einen richtigen Plan, um in Zukunft die Auswirkungen des Klimawandels zu minimieren und mit der Klimaflüchtlingskrise fertig zu werden.